Wir sind in einer neuen Tonart in Dora, in D, und wir machen weiter mit den coolen In-Akkorden, die so gängig sind, aber die es natürlich schon ewig vorher gegeben hat, aber eben jetzt durch die Reihe gehen, durch die ganzen christlichen Gemeinden. Und zwar, ich möchte beginnen, weil gerade dieses Anfangsmotiv von der Pfingstsequenz, die spielt genauer mit diesen erstens Akkorden, und da ist gleichzeitig auch die Melodie drin. Das heißt, wenn ihr das so spielt, es beginnt ja eigentlich in den Noten mit G, dann kommt A-Dur und dann kommt H-Moll. Okay, wir wollen uns das anschauen und wir wollen das jetzt mal ein bisschen anders spielen. Und zwar, ich bin hier am dritten Bund, das ist das G, und dann brauche ich die Terz dazu. Und ich nehme mal da hier dafür den dritten Finger auf der G-Seite. Okay, jetzt kommen meine Finger ins Spiel, die das zupfen. Das heißt, ich muss hier das gut kontrollieren. Ich brauche immer Basston, ich brauche die leere D-Seite und ich brauche die G-Seite, und die immer gleichzeitig. Okay, das Schöne ist, weil der nächste Akkord A-Dur ist, kann ich das einfach mal raufschieben. Das heißt, vom dritten auf den fünften Bund. Okay? Und jetzt entsteht schon was. Nämlich so ein leichter, man nennt es Bordun-Klang. Der Bordun ist sozusagen ein gleichliegender, gleichbleibender Ton. Und das ist unsere D-Seite. Und diesen Trick, genau der macht den Charme dieser Akkorde aus. Okay, wir haben hier A-Dur. Und jetzt geht es weiter zum siebten Bund. Und dort finden wir dann das H-Moll. Und es schaut so aus, dass ich hier den Fingersatz ändern muss. Das heißt, hier habe ich momentan noch den ersten Finger und den dritten, und ich gehe jetzt zum siebten Bund, und es ist unangenehm, so zu greifen. Ja? Daher nehme ich statt dem ersten Finger den zweiten. Das heißt, hier der Fingersatz ist zweiter und dritter. Okay? Es bleibt aber wieder gleich, die Saiten bleiben gleich. Das heißt, wieder die tiefe E-Seite als Basston und dann die Terz hier. Ich möchte vielleicht nur einen Begriff einführen, und zwar, es gibt hier bei solchen Akkorden sogenannten Führungsfinger.
Und der Führungsfinger ist einer, der von einem Akkord zum nächsten gleichbleibend ist oder besonders in einem Lagewechsel. Und das haben wir hier. Der dritte Finger führt zum nächsten Akkord. Und der dritte Finger führt auch hier zum dritten Akkord. Okay? Das kann euch ja Stütze sein, weil ihr wisst, der ist immer auf derselben Seite. Okay. Okay? Und der letzte Akkord ist Dora. Und das ist ein bisschen Fingersport, aber das ist bestimmt eine ganz gute Übung für euch. Und zwar, das ist hier Dora, das ist am 10. Bund, das kann man noch gut greifen auf der Akustikgitarre, und dann am 11. Ja? Das ist das gleiche Prinzip wie G, A, so ist es jetzt auch auf D. Das sind die drei Dur-Akkorde in D-Dur. Okay, das heißt, die ganze Melodie klingt dann so. Mache ich weiter in dem Ablauf des Liedes. Und ihr hört schon, da ist ganz viel von der Melodie drinnen. Das sind noch Gefühltöne. Okay, was man hier auch noch lernen kann, das ist, nennt man auch sogenannte Guidelines. Das heißt, das sind Linien, das sind Töne, die über eine Begleitung laufen. Auch in Bandarrangements ist es normalerweise komplett üblich, dass es Guidelines gibt, die sozusagen, dass nicht nur irgendwie Akkorde in irgendwelchen hohen und tiefen Lagen erklingen, sondern dass man eben kleine, einfache Untermelodien sozusagen in die Begleitung mit einbaut. Und in dem Fall wäre das also gerade alles in einem, sogar mit einem Instrument. Unterschied nur, wenn das vergleicht, ich spiele das mal ganz klassisch, so richtig, ne? Funktioniert genauso, klingt aber einfach anders. Okay, jetzt geht es zur Zerlegung. Da gibt es bestimmt also viele Möglichkeiten, wie man das zerlegen kann. Also eine, die auf jeden Fall gut und leicht funktioniert, wäre so. Beim letzten Akkord, der steht auch nirgends in den Noten, aber jeder, der ein bisschen was versteht von Musiktheorie, wird das normalerweise einbauen. Das ist ein kleiner Bassdurchgang zum ersten Akkord, das ist eigentlich D über Fis. Und wieder mit diesem System, ja? Also wir haben immer Basston und Terz sozusagen. In dem Fall schaut das Griffbild gleich aus wie auf H-Moll, also so. Nur jetzt gehen wir runter auf den zweiten Bund. Okay? Also zum Beispiel so, ich mache ein kurzes Beispiel mit Gesang vielleicht. Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt. Komm. Habt ihr das gehört? Der Übergang hier. Von einer Strophe zur anderen, hier haben wir einen kleinen Füllakkord. Der klingt aber sehr schön und gerade auch mit diesem Voicing, also mit diesem Griffbild, mit diesem Klang. Okay, die Zerlegung läuft so ab. Okay, der erste Teil ist ganz klassisches, ganz klassische Zerlegung. Wir hatten das auch schon bei Everbee und möchte euch einfach noch ein bisschen einladen. Das kann man auch anders gestalten, aber zu dieser Einfachheit. Der erste Teil P, I, M, I, A, I, M, I. Das kann man dann dazu schreiben, das klingt jetzt ein bisschen spanisch wahrscheinlich, so schnell hintereinander. Auf jeden Fall der zweite Teil ist wieder so, dass hier ein Akkordwechsel kommt auf die 4 im Takt. Und damit ihr das gut trennen kann, ist es wieder so, ich spiele auf 1 und 2 diese erste Zerlegung und dann auf den Dreier P, I, M, A. Pima. Das heißt Basston und dann einfach die restlichen Saiten danach. Und jetzt kommt der neue Akkord. Okay, noch einmal ein bisschen langsam.
Jetzt ist es so, dass man die Strophe, wenn man möchte, aufbauen kann, dynamisch, und dann reicht die Zerlegung nicht mehr aus, dass du das alleine, diese Spannung erzeugen kannst. Deswegen gibt es die Möglichkeit, so wie ich anfangs das schon gespielt habe, dass man diese Akkorde anschlagt und hier wirklich also Strumming macht. Nur, es gilt zu beachten, dass man hier schon also recht viel Feingefühl entwickeln muss, dafür, dass man nicht alle Saiten erwischt. Und zwar folgendes: Der Basston ist wieder, es macht Sinn, also Methode bei mir, wird gespielt, die nächste Saite gedämpft. Okay? Dadurch ist dieser Akkord ganz sauber und rein. Und ich kann ihn anspielen bis zu dem H. Okay? Der Punkt ist, beim E muss Schluss sein bei dem Anschlag. Okay? Die letzte Saite sollte nimmer erklingen, weil sonst klingt der Akkord irgendwie zu verwaschen. Okay, das klingt dann so. Bei dem letzten, da gehe ich dann schon in die Vollen, wenn es wirklich zum Refrain geht, dann nehme ich auch das E mit, weil das E gehört nämlich auch zu A-Dur. Also das ist erlaubt. Okay, da ist viel Spannung drin, auch harmonisch. Vor allem, wenn du jetzt einen Pianisten hast, der dann dazu spielt und der ganz normale Akkorde spielt, dann klingt das super zusammen, weil es total schwebend ist. Okay, gut, so viel dazu. Und jetzt kommen wir noch zum Refrain. Da gibt es auch ein kleines Special. Ich spiele dieses erste G ganz offen. Okay? Das läuft dann also so ab, dass ich versuche, einen Führungsfinger zu kreieren. Ihr werdet jetzt gleich verstehen, was ich damit meine. Ich spiele es unkonventionell, dieses G, nämlich so, zweiter Finger und vierter Finger auf der H-Seite im dritten Bund. Okay? Die E-Seite versuche ich sozusagen möglichst auszulassen. Ja? Okay, gerade ein bisschen am Anfang mal auslassen und nur die tiefen Töne anschlagen. Und jetzt pass auf, jetzt geht's auf ein Special D, okay? Das ist nämlich so, ich nehme meinen Führungsfinger, der vierte, dritter Bund, fünfter und auf den siebten Bund. Jetzt kommt der dritte Finger da dazu, okay? Das heißt, das Griffbild schaut so aus. Okay, und jetzt kommen die vier Saiten hier. Das ist ein D2, das ist aber ein bisschen spezieller und klingt anders als das D2, das du vielleicht bisher gegriffen hast. Und klingt im Zusammenhang ganz interessant. Okay, das letzte, ich komme zurück von diesem D wieder mit meinem Führungsfinger, gehe zurück auf den dritten Bund und greife ein ganz klassisches A4. Die meisten von euch werden A4 wahrscheinlich so greifen, also mit dem Finger 1, 2 und 3, okay? Aber dann hätten wir die Idee verbraten von diesem Führungsfinger. Ich möchte euch nochmal genauer irgendwie dorthin führen, was das macht mit dem Führungsfinger. Das klingt nämlich toll. Dadurch, es entstehen nämlich Slides, sozusagen kleine Glissandi durchs Greifen. Das heißt Übergänge, die fließend sind von einem Ton, von einem Wechsel des Akkordes zum anderen. Also, hört mal da genau hin. Hört ihr das? Okay, das ist was anderes, als würde ich nur greifen. Das ist auch gut, das ist auch möglich, aber das kennt ihr schon. Ja? Einen Akkord haben wir noch ausgelassen, und zwar es gibt noch diesen H-Moll-Akkord. Der kommt auch auf die 4 des Taktes und der Ausgangsakkord davor ist A4. Und den mache ich ganz einfach, möglichst wenig Aufwand, nur einen Finger heben, den ersten Finger auf das H, und dadurch entsteht ein wunderbar schöner offener H-Moll. Wenn wir es genau wissen, mit H-Moll 7-11. Oder App vor. Okay, das wäre der Akkord und das Ganze klingt dann so.
ihr merkt schon, das Ganze klingt nicht mehr ganz so banal, wie wenn ich einfach nur ganz klassische Es hat ein bisschen einen, würde ich sagen, feineren Charakter, wobei ich das andere nicht schlecht reden möchte. Das ist auch gut, das hat was für sich. Aber ihr wollt ja was lernen und that's it. Viel Spaß!